Bevölkerung ist inzwischen so, dass sie sehr viel wacher ist, sehr viel aktiver und sich beteiligen möchte. Und wir als Politik begreifen das als zusätzlichen Impuls und versuchen das gerne demokratisch mitzunutzen. Hof Leib und Magen Sender 884 beim Fest für Demokratie in Treptow-Köpenick. Ecke Schneller und Ecke Sprechstraße stehen wir mit unserem Set, mit unserem Stand. Wir wollen ein bisschen über demokratische Kultur sprechen. Das bietet sich ja an bei so einem Fest. Ich fange mal mit Herrn Thiel an. Herr Thiel, gerade Sie als Liberale, Sie müssen doch ein völlig entspanntes Verhältnis zur demokratischen Kultur haben. Ist das so oder gibt es aus Ihrer Sicht Mängel? Das heißt Mängel, Sie haben vollkommen recht, wir haben ein entspanntes Verhältnis zur demokratischen Kultur. Das kann immer noch besser werden, indem wir vor allen Dingen es schaffen, dass mehr von unten her Leute sich beteiligen. Also das, was wir jetzt hier gerade erleben, als einen Beitrag, aber das, was wir auch in vielen Bürgerinitiativen haben, vor Ort haben, in Kiezen haben, das wünsche ich mir, dass es noch stärker zur Geltung kommt und auch noch mehr Einflussmöglichkeiten hat. Jetzt gehen wir mal davon aus, die FDP zieht wieder in den Bundestag ein. Man steht ja zugegebenermaßen ein bisschen auf der Kippe. Wie würden Sie denn versuchen, als FDP die demokratische Kultur zu stärken? Mir sind so ein bisschen die liberalen Momente, sage ich jetzt mal ganz provokativ, im Klammergriff der großen Schwester oder der großen Partnerin CDU verloren gegangen. Was könnten Sie da machen, wenn es weitergeht? Also erstmal ziehen wir wieder in den Bundestag ein, da bin ich fest von überzeugt, aber auf Ihre Frage hin. Ich glaube, es gibt zwei Bereiche, die wir angehen sollten. Das eine ist, wir sehen es bei BER, unserem schönen Flughafen. Wir brauchen eine Bürgerbeteiligung im Vorfeld, verbindlich. Das sehen wir genauso auch in Hamburg, dass wir also sagen, wir müssen, wenn wir Planfeststellungsverfahren machen, Projektierungen machen, dann die Bürger mit einbeziehen, sie mit ins Boot holen, um nachher nicht das, was wir jetzt erleben, riesige Verzögerungen zu haben. Und das ist so eine Veränderung. Also im Vorfeld, das kann man gesetzgeberisch leisten. Das steht auch auf der Agenda. Und ich denke sicherlich, die Diskussion werden wir weiterführen über mehr Demokratie von unten direkt, heißt Volksentscheide da, wo sie auch nötig und auch möglich sind. Ich halte nicht die CDU, Treptow-Köpenick, Mikrofon bekommen Sie von da, Treptow-Köpenick, Herr Niedergesetz, wie sieht das, Sie haben jetzt, muss ich gerade zwischendurch fragen, gar keinen Direktkandidaten für die CDU und Treptow-Köpenick. Was ist da passiert? Ganz kurz. Ja, wir werden am 29. einen benennen und dann haben wir noch 14 Tage Zeit, ihn anzumelden. Okay, da freuen wir uns drauf, wenn wir den dann haben. Dann wenden wir uns nochmal an den. Jetzt sind Sie hier vertretungsweise, Herr Niedergesetz. Wie sehen Sie das, was der Herr Thiel gerade gesagt hat? Ist das eine Option für Sie oder haben Sie dann doch eher so, naja, wie bisher auch, so eine leicht dominante Ader, was diese Fragen angeht, Volksentscheid und so weiter in der Koalition auf Bundesebene? Naja, ich bin ja 40 Jahre im Verkehrsbauwesen tätig gewesen und zu DDR-Zeiten haben wir uns immer gequält, weil wir alle möglichen Mängel hatten, kein Material und kein dieses, kein jedes nicht. Und jetzt sind die Projekte fertig und wenn es denn losgeht, wachen sie plötzlich alle auf und haben was dagegen. Und deshalb bin ich ganz stark dafür, dass viel mehr im Vorfeld die Bürger eingebunden werden, einbezogen werden. Deshalb arbeite ich auch in einer Arbeitsgruppe TVO, sagt Ihnen was, ja. Tangentiale Verbindung Ost, schon 6 Jahre. Da ackern wir und gucken uns Varianten aus, haben die Bürger mit dabei, haben schon Demos gemacht, sodass die alle wissen, was auf sie zukommt und dass die Ideen der Bürger dort mit einfließen können. Also die Beteiligung im Vorfeld ist für mich ein ganz wichtiges Ding.